Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Feststoffbooster. Viel Spaß! Wow, 5000 Abonnenten! Ja, herzlich willkommen alle neuen Senkrechtstarter und vielen, vielen Dank an alle treuen alten Senkrechtstarter. Ja, unglaublich, was da gerade passiert ist und cool, dass die deutsche Raumfahrt-Community auf YouTube endlich zusammenwächst. Wenn wir schon bei Community sind, diese Woche ist es wieder soweit und wir bündeln erneut die Power von Videos, Space News, Mars-Chroniken und Senkrechtstarter. Diesen Freitag um 20.15 Uhr darf ich auf Senkrechtstarter Gastgeber unserer Nerdrunde sein. Wir wollen uns ein paar der abgefahrensten wissenschaftlichen Raumfahrtmissionen der nächsten Zeit anschauen. Dafür haben wir uns Verstärkung besorgt und Andreas von Iggy's Kosmos wird mit uns fachsimpeln und von der Zukunft der Raumfahrt träumen. Aber kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Noch ein Video, das ihr euch schon ewig gewünscht habt, ist eine Senkrechtstarter-Folge über Feststoffbooster. Wir schauen uns heute an, seit wann es Feststoffraketen eigentlich gibt, wo sie überall zum Einsatz kommen und stellen die bemerkenswertesten Feststoffraketen und ihre Technik genauer vor. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Wer hat die erste privat entwickelte Rakete in einen Orbit geschossen? Kleiner Spoiler, nicht SpaceX. Wer das war und was das mit dem heutigen Thema zu tun hat, verrate ich dir kurz vor Ende des Videos, also dranbleiben. Aber lass uns erstmal zum eigentlichen Thema kommen, dem Feststoffbooster. Die übliche Abkürzung dafür ist SRB, das ist Englisch für Solid Rocket Booster. Die SRBs des Space Shuttles sind vermutlich die bekanntesten Feststoffbooster überhaupt. Und wie du sicher weißt, wird eine größere Version genau dieser Booster auch das SLS der NASA von der Startrampe heben. Hoffentlich. Denn sowohl das Space Shuttle als auch das SLS hätten ohne die Booster nicht genügend Power gehabt, um das Pad zu verlassen. Und Power ist genau das richtige Stichwort, denn wenn die Dinger eins können, dann das Schub liefern. Die SRBs des Space Shuttle sind die stärksten je geflogenen Raketentriebwerke aller Zeiten. Und die des SLS werden dann nochmal eine Schippe drauflegen. Vermutlich denkst du jetzt, und was ist mit dem F1 der Saturn V? Stimmt, das F1 ist das stärkste Einkammerntriebwerk aller Zeiten, aber nicht das stärkste Triebwerk im Gesamtvergleich. Es ist noch nicht einmal das stärkste Flüssigtriebwerk. Dieser Ruhm gebührt dem russischen AD-170, das die Energia-Booster angetrieben hat. Diese zusammen mit der Hauptstufe haben unter anderem das russische Shuttle Buran in den Orbit gehoben. Leider hat die Sowjetunion das Buran nur einmal fliegen lassen und das unbemannt. Ja, dann war das Geld alle. Das RD-170 wird oft unterschlagen, da es vier Brennkammern hat. Ähnlich zu dem AD-107, das wir aus der Soyuz-Rakete kennen, wo ein Antriebssatz an Turbopumpen vier Brennkammern versorgt. Aber auch dieses Biest ist ein kleiner Kuscheltiger gegen die Leistung der Space Shuttle SRBs. Aber nicht alles ist Gold, was schiebt. Warum SRBs zwar eine wichtige Rolle, aber nicht die Hauptrolle in der Raumfahrt spielen, klären wir jetzt. Aber fangen wir mal von vorne an. Die ältesten Raketen, die wir kennen, waren Feststoffraketen. Und zwar die Vorläufer der heutigen Silvesterraketen auf Schwarzpulverbasis. Die sollen bereits im 13. Jahrhundert in China zum Einsatz gekommen sein. Schon damals wurden sie sowohl für kriegerische Zwecke als auch als unterhaltsames Feuerwerk eingesetzt. Schwarzpulver hat zwar einen jämmerlichen spezifischen Impuls von gerade einmal 80 Sekunden, das ist nicht nur im Vergleich mit den 460 Sekunden des RL-10 sehr wenig, dafür ist es sehr einfach herzustellen und noch dazu sehr billig. Der Vater der Raumfahrt, Konstantin Tsiolkovsky, dem wir auch die Raketengrundgleichung zu verdanken haben, hatte schon im 19. Jahrhundert ausgerechnet, dass Schwarzpulver keine Raumfahrt ermöglichen kann. Stattdessen schlug er Flüssigtreibstoffe vor. Und so wurden dann auch tatsächlich alle bedeutenden Erfolge in der Raumfahrt erst einmal mit flüssigen Treibstoffen errungen. Warum aber sind die Feststoffraketen trotzdem ein wichtiger Teil der Raumfahrt? Ja, wie vieles in der Raumfahrt verdanken sie ihren Durchbruch dem Militär. Wir Raketen-Nerds denken lieber etwas romantisch an die bemannte Raumfahrt in den 60er Jahren. Dabei waren die 50er und 60er Jahre des vorherigen Jahrhunderts in der Raketenentwicklung fast ausschließlich militärisch geprägt. Daraus ergaben sich nämlich zwei wesentliche Anforderungen an Raketen. Erstens, sie sollten einmal um die halbe Welt fliegen können, um dann dem vermeintlichen Feind eine Atombombe auf den Kopf zu werfen. Zweitens, sie sollten das auf Abruf tun können, deshalb war die Lagerfähigkeit von hoher Bedeutung. Das trieb zum einen die Entwicklung der hypergolen Treibstoffe voran, die entgegen der kryogenen Treibstoffe praktischerweise auch bei Raumtemperatur lagerfähig waren. Zum anderen aber auch die Entwicklung einer Gruppe von Treibstoffen, die nicht so hochreaktiv war. Denn das kann sehr unpraktisch sein. Nicht nur, weil einem das Zeug permanent um die Ohren fliegen kann, sondern auch, weil es im Gegensatz zu festen Treibstoffen so unglaublich giftig ist. Riskante Kombination.
So verzichteten die Amerikaner bei ihren U-Boot-gestützten Interkontinentalraketen auf die hypergolischen und verwendeten feste Brennstoffe. Aber auch viele der landgestützten Interkontinentalraketen sind Feststoffraketen, zum Beispiel die amerikanische Minuteman und die Peacekeeper. In den letzten Jahren wurden zum Glück viele dieser Interkontinentalraketen abgerüstet und für den Start von Satelliten umfunktioniert. Diese Raketen hießen dann Minotaur und transportierten Regierungssatelliten ins All. Etwa eine halbe Tonne bis anderthalb Tonnen können sie so in einen niedrigen Erdorbit bringen. Rein äußerlich ähneln diese Raketen teilweise der europäischen Vega, die mit bis zu 2,5 Tonnen aber deutlich potenter ist. Wobei Potenz vielleicht das falsche Wort ist, denn in letzter Zeit hat die Vega vor allem durch zwei Fehlschläge von sich reden gemacht. Aber dass die Europäer dennoch Feststoff können, beweist unter anderem die große Zuverlässigkeit der Ariane 5. Auch die Ariane 5 und später die Ariane 6 können ohne Booster, ähnlich wie das Space Shuttle und das SLS, mit ihrem hocheffizienten, aber relativ schwachen Wasserstoff-Hauptantrieb nicht alleine starten und benötigen die Feststoffbooster, um vom Pad wegzukommen und ja, dann auf den ersten Kilometern Geschwindigkeit aufzubauen. Und ebenso wie beim Space Shuttle oder der Atlas 5 werden auch hier die Booster erst gezündet, wenn der Hauptantrieb sauber läuft. Denn das ist einer der Nachteile von Feststoffboostern. Einmal an heißt auch Vollgas. Ein Feststoffantrieb kann meistens nicht außer Plan seinen Schub anpassen oder ohne Gewalt gestoppt werden. Warum nicht? Naja, das liegt an ihrem Aufbau. Im Prinzip kannst du dir einen Feststoffbooster wie eine Kerze ohne Docht vorstellen. Und anstelle des Dochts gibt eine lange Bohrung durch den gesamten Booster durch. Wenn jetzt so ein Feststoffbooster gezündet wird, das passiert mittels einer Zündquelle, die in sich eigentlich auch ein kleiner Feststoffbooster ist. Ja, dann brennt er auf seiner ganzen Länge, auf der kompletten Länge von innen nach außen ab. Das funktioniert, weil der Feststoff sowohl den Brennstoff als auch den Oxidator enthält. Das ist übrigens meistens Ammoniumperchlorat. Als Brennstoff fungiert dann Aluminiumpulver und ein Bindemittel, das gleichzeitig auch als Treibstoff dient. Das wird alles schön verrührt und dann mit einem Härter in den Booster gekippt, wo es aushärtet. Dieser Prozess ähnelt dem Verarbeiten von Beton. Im Gegensatz zu hypergolischen Brennstoffen, die nicht ohne Gasmaske gehandhabt werden können, reichen hier Handschuhe. Da die Boosterhülle ein stabiler Tank mit nur einer Öffnung ist, strömt das Brenngas auch nur an dieser Stelle aus. Das sind mit 60 bis 80 bar auch nicht unbedingt sehr hohe Drücke. Tatsächlich limitiert dieser Innendruck aber die Größe von Boostern, da so ihre Außenhülle recht massiv ausgeführt werden muss und so schnell sehr schwer werden kann. Was passiert, wenn es einen weiteren Weg für das Brenngas gibt, konnte man bei der Challenger-Katastrophe sehen, wo das Brenngas auch seitlich aus dem Booster austreten konnte. So wurde dann der Shuttle-Haupttank beschädigt und die Raumfähre explodierte kurz nach dem Start. Die Besatzung hat das tragischerweise nicht überlebt. Und eben weil nach der Zündung der gesamte Booster von innen abbrennt und die Verbrennung erst aussetzt, wenn aller Treibstoff aufgezehrt ist, kann man ein Feststofftriebwerk nach der Zündung nicht stoppen oder im Schub einstellen. Naja, das stimmt jetzt nicht so ganz, denn die Verbrennung ist an die Geometrie des Brennraums gebunden. Maßgeblich an die Oberfläche des Treibstoffs zur Flammenfront. Wenn ich diese Oberfläche jetzt geometrisch anpasse und zum Beispiel durch Zacken die Oberfläche vergrößere, wird der Booster in der ersten Brennphase mehr Schub liefern. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Zacken weggebrannt sind und dann der Brennraum annähernd wieder rund ist. Und auch das mit dem An- und Ausschalten muss nicht stimmen. Das gilt nur für Treibstoffe, die bereits aus einem Gemisch an Brennstoff und Oxidator bestehen. Schauen wir uns mal Hybridtriebwerke an. Die nutzen festen Brennstoff und führen den Oxidator flüssig zu. Wenn ich die Oxidationszufuhr abstelle, hört auch die Verbrennung auf. Diese Art von Triebwerken wird zum Beispiel von Virgin Galactic eingesetzt und auch das deutsche Raketen-Startup High Impulse will seine Raketen mit einem Hybridtriebwerk ausstatten. Eine Möglichkeit gibt es dann noch, um den Schub eines Feststoffboosters schlagartig wegzunehmen. Das ist auch eine Technik, ohne die die Feststoffbooster am Space Shuttle oder am SLS vermutlich sonst gar nicht funktionieren würden. Stell dir vor, du würdest die fast leer gebrannten Booster einfach abschneiden. Durch ihr geringes Gewicht und den immer noch immensen Schub würden sie einfach an der Rakete vorbeischießen. Wenn du jetzt stattdessen wartest, bis sie ausgebrannt sind, könnte einer der Seitenbooster nur einen Tick früher aufhören zu brennen als der andere. Dann würde ein Drehmoment erzeugt werden und die Rakete vom Kurs abbringen. Und ja, was ist dazu jetzt die Lösung? Ja, es muss sichergestellt werden, dass der Schub in beiden Boostern gleichzeitig aussetzt. Das passiert über Schubentlastungsklappen an der Spitze des Boosters. Klar, wenn ich meiner Brennkammer noch eine weitere Öffnung verpasse, dann fällt der Druck dann schlagartig ab. So kann gleichzeitig der Schub weggenommen werden und erst dann werden die Booster abgesprengt. Beim Space Shuttle waren das kleine süße Feststoffbooster, die dann den großen Booster vom Shuttle weggedrückt haben. Das bringt uns zu einem weiteren Einsatzzweck von Feststoffraketen, nämlich als Fluchtsystem. Sowohl Mercury, Gemini, Apollo, aber auch die russische Sojus haben Feststoffraketen, um bei bemannten Missionen die Crew von einer möglicherweise explodierenden Rakete wegzutragen. Das kam bei der Sojus sogar schon bei Ernstfällen zum Einsatz.
Auch die Crew Capsule Orion wird mit Feststoffraketen in einem Notfall innerhalb der ersten Startminuten vom SLS weggetragen. Bei SpaceX Crew Dragon und bei Boeings Starliner sind es im Übrigen keine Feststoffraketen, sondern hypergole Triebwerke. Rettungssysteme in der Raumfahrt sind aber auch eigentlich ein super spannendes Thema. Würde dich ein Video dazu interessieren? Schreib mir doch einfach unter dem Video. Okay, Schubsteuerung ist also in gewissen Grenzen möglich. Aber was ist mit einer Steuerung? Wenn die ganze verfluchte Rakete innen brennt, kann ich ja nicht einfach das Triebwerk in unterschiedliche Richtungen drehen, oder? Naja, warum eigentlich nicht? Das heiße Abgas tritt ja da aus, wo ich es austreten lasse. Das heißt, wenn ich die Öffnung unten in eine andere Richtung halte, dann habe ich auch eine Schubvektorsteuerung. Und genau das wurde beim Space Shuttle dann auch so gemacht. Die Austrittsöffnung wird mit Düsenerweiterung von kräftigen Hydraulikzylindern während des Fluges um zwei Achsen bewegt. Und da wir zwei Booster haben, kann ich so auch einen Moment um die Längsachse erzeugen. Die Energie für dieses Hydrauliksystem kommt übrigens von hypergol betriebenen redundanten Turbopumpen, wenn das SLS dann mal fliegt. Liebe Grüße an Sirwan an dieser Stelle. Ja, wenn es dann mal fliegt, dann werden die fünfsegmentigen Booster die stärksten Triebwerke sein, die je geflogen sind. Das ist auch einleuchtend, dass ein größerer, durchgehender Booster mit gleicher Dicke nicht etwa länger brennt, sondern mehr Schub freisetzt, weil ich ja eine größere Oberfläche innerhalb des Boosters habe. Das ist dann unter anderem auch der Grund, warum die SLS-Booster, obwohl die ja eigentlich schon etablierte Space-Shuttle-Technik waren, nochmal getestet werden mussten. Die Dinger hatten jetzt auch viel, viel mehr Wumms als die Space-Shuttle-Booster, nämlich 14.600 kN auf Meereshöhe. Zum Vergleich, die Space-Shuttle-Booster hatten jeweils 12.000 kN auf Meereshöhe. Noch ein Vergleich, das F1 der Saturn V hatte läppische 6.770 kN, was immer noch 8-mal mehr ist als ein aktuelles Merlin-Triebwerk von SpaceX mit 845 kN. Aber auch das ist alles Pillepalle im Vergleich zu dem größten Raketenantrieb, der je getestet wurde. Das ist nämlich das Aerojet 260. Die 260 gaben den Durchmesser in Zoll an, also ein Triebwerk mit 6,6 Meter Durchmesser. Zum Vergleich, die Shuttle- und SLS-Booster haben einen Durchmesser von 3,7 Meter. Und dieses AJ-260 hatte bei seiner letzten Zündung in den 60er Jahren einen Schub von 26.000 kN. Es wäre also in der Lage gewesen, fast 2.600 Tonnen zu heben. Das ist beinahe genug, um eine ganze Saturn V anzuheben. Und witzigerweise war das gute AJ-260 ursprünglich auch mal dafür gedacht gewesen, nämlich die kleine Schwester der Saturn V, die Saturn I, anzutreiben. Daher auch der Durchmesser von 6,6 Meter, der entspricht nämlich genau dem Durchmesser der Saturn I. Ein weiterer nicht ganz so prominenter Einsatz von Feststofftriebwerken ist die Unterstützung bei Stufentrennungen und bei Flüssigtriebwerkszündungen. Da gibt es zwar mehrere Möglichkeiten, aber gerade die Saturn V hat diese prominent folgendermaßen eingesetzt. Sobald eine Stufe ausgebrannt war, drückten kleine Feststofftreibladungen die untere Stufe von der oberen weg. Gleichzeitig schoben vergleichbare Treibsätze die obere Stufe ein wenig an, um den in der Schwerelosigkeit in alle Richtungen schwappenden Flüssigtreibstoff an den Boden des Tanks zu drücken, damit er in die Triebwerke fließen konnte. Dafür liefen diese unterstützenden Triebwerke mit nur wenig Schub und nur wenige Sekunden. Ohne aber hätten die Flüssigtriebwerke Gas angesaugt und hätten sich dabei zerstört. Bis jetzt ist noch nie ein Mensch mit vollständigem Feststoffraketen ins All gestartet. Klar, als Seitenbooster schon, siehe Space Shuttle, aber nicht als Hauptantrieb. Was dem am nächsten kommt, war aber tatsächlich mal für das Constellation-Programm, dem Vorgänger des Artemis-Programms, geplant. Hier hätte man bei einer Ares I einen fünfsegmentigen Booster als Erststufe genommen, um das Orion-Raumschiff in den Orbit zu schießen. Zweite Stufe sollte aber wieder mit Wasserstoff betrieben werden. Und auch wenn Feststoff-Booster definitiv Vorteile haben, gerade das Handling mit reaktionsfähigem Treibstoff stellt doch schon ein gewaltiges Sicherheitsrisiko bei der Montage des Trägersystems dar. So kamen in Brasilien 2003 auch 21 Personen ums Leben, als eine Feststoffrakete auf der Startrampe explodierte. Die Feststoffbooster werden nämlich nicht erst Minuten vor dem Start betankt, sondern sind ab Werk vollständig gefüllt. Wie wir heute besprochen haben, spielten Feststoffbooster eine wichtige Rolle in der Raumfahrt. Sie sind vergleichsweise billig gegenüber Flüssigtriebwerken und haben eine enorme Schubdichte. Die ist für die Erststufe ziemlich wichtig. Ob sie aber weiterhin so wichtig bleiben werden, wage ich zu bezweifeln. Während sie in Nischen bestimmt ihre Berechtigung haben, sind sie in einer Raumfahrt, die sich immer mehr zur Wiederverwendung entwickelt, nicht wirklich wirtschaftlich. Zu groß sind ihre Nachteile. Nicht nur ihr spezifischer Impuls ist den flüssiger Triebwerken unterlegen, auch der Treibstoff ist relativ teuer. Ein Nachteil, der bei steigender Wiederverwendung immer größer wird. Klar, mag man jetzt einwerfen, dass auch das Space Shuttle seine Booster wiederverwendet hat. Aber dazu waren Fallschirme und Wasserbergung nötig. Beides ist aufwendig in der Wiederaufbereitung. Deshalb ist das auch kein wirklich zukunftsorientierter Weg.
Auch sind die Abgase aus Feststoffboostern extrem umweltschädlich. Neben dem erhöhten CO2-Ausstoß aufgrund ihrer geringen Effizienz sind auch die restlichen Abgasprodukte nicht so geil. So reagiert das Ammoniumperchlorat in den Boostern der Ariane 5 zum Beispiel zu Chlorwasserstoff, der dann mit Wasser zu Salzsäure reagiert. Das sind bei der Ariane 5 mal eben 270 Tonnen 37%iger Salzsäure, die dann auf die Erde regnen. Bei jedem Start. Kommen wir aber zur Eingangsfrage des Videos. Die erste privat entwickelte Rakete, die einen Orbit erreichte, war keine SpaceX-Entwicklung. Dabei mein privat übrigens unabhängig von staatlichen Institutionen. Die erste Rakete, der dieser Ruhm gebührt, ist die Pegasus von Northrop Grumman. Die flog nämlich schon 1990 eine Nutzlast in den Erdorbit. Und wie du dir vermutlich denken kannst, passt sie zum Thema, denn sie war eine Feststoffrakete. Daher auch auf der SpaceX-Seite der Zusatz zur Falcon 1, dass sie die erste privat entwickelte Flüssigtreibstoffrakete war, die einen Erdorbit erreichte. Ganz interessant an der Pegasus, die insgesamt übrigens bis 2019 insgesamt 39 Mal erfolgreich geflogen ist, ist die Tatsache, dass sie von einem Trägerflugzeug gestartet wird. Ähnlich wie das Virgin Orbit jetzt auch macht. Also kein neues Konzept, das sich Sir Richard Branson da überlegt hat. Ein spannendes aber allemal. Und so gratulieren wir Virgin Orbit zu ihrem ersten erfolgreichen Orbitalflug am 17. Januar diesen Jahres. Ich bin gespannt, was Virgin Orbit und Virgin Galactic dieses Jahr noch so alles reißen werden. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Heute möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ineas bedanken. Der hat nämlich mein Skript in letzter Minute nochmal Korrektur gelesen. Ich war ein bisschen spät dran. Und auch Mabel, die dann nochmal rübergegangen ist. Ich hoffe, die Folge hat dir heute gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.